Ja, hier sehen wir die App am Starten. Dieser Content wurde vorher über einen Webserver geladen, liegt jetzt aber im Cache mittlerweile. Und hier gibt es nachher ein Einführungsvideo. Und mit dem Browser können wir auch andere Anwendungen vom Webserver laden, so wie diese Anwendung hier. Die ist auch schon im Cache, deshalb läuft, lädt sie ein bisschen schneller. Hier sehen wir zum Beispiel ein lokales Video und ein YouTube-Video. Und hier, das ist erst neu dazugekommen, eine 3D-Animation. Hier können wir an dieser Stelle können wir später Tutorials bauen, indem wir zum Beispiel jemanden beim Yoga machen zuschauen und die Kameraeinstellung hier ändern können.